Und damit herzlich willkommen zu Scene Talk. Reden wir mal über einen kleineren Film, der aber nichtdestotrotz dieses Jahr für den Oscar nominiert war als bester internationaler Film. Wir reden über Ich, Capitano, beziehungsweise im Original heißt er Io Capitano. Und wie ich den Film fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Assalamu alaikum, sunu mami. Ñu nuyu bu baax. Na dañuy waja dem ben voyage. Dañu ñëwon fi pour sakku ci ay ñaan. Da ragal wax ko. Dama ragal kay, dama ragal. C'est ça, avoula. Tu t'imagines nga nek stade mag. Yow li sa xel mi kan moko ci def? Gis nga fi ma nek, fi la bëgg nga nek fi wok li ñi noy mag yow. Da na yaakar ni Europe mo gëna fess. Bu fekke da ngeen bëgg dé dem. T'as quel âge? Moi j'ai 6 ans. Et il est où ton cousin? On l'a attrapé quand on était dans le désert. Mais li tax nga non wax bu ñew tamit li la xolal li ma ma déwé Sénégal mo ma gëna bu do dé ma ngi ni bu kaw ba ngi ni bu yex sénégal ba paré boy si jamais tu conduis le bateau je t'emmène toi et ton ami je suis pas capable de conduire ces grands bateaux là il y a beaucoup de personnes il y a des vies il y a des enfants c'est nous ah lo xew dama ragal du ma gisé ci sama yaay dama bëgg nga gisé sama yaay nako mu baal ma ak dama nam sama yaay mu baal ba ak ka yalla tax dia capitano dama bu ñu sol In Io Capitano geht es um Sedou, gespielt auch von Sedou Sarr und seinem Kumpel Moussa. Und die beiden wollen aus Senegal fliehen, um Geld zu verdienen als Musiker. Sie möchten unbedingt Musiker sein. In ihrer Heimat sind sie auch schon bekannt dafür, dass sie immer neue Songs schreiben und immer überall irgendwie musizieren. Und nun brechen die eines Tages auf durch die Wüste, um nach Europa zu kommen. Doch dieser Weg ist voll von Gefahren, denen sie sich stellen müssen und einer Realität, die leider sehr ehrlich, sehr wahr, aber auch sehr schlimm ist. Und das ist die Geschichte in Io Capitano. Es ist noch keine Altersfreigabe drauf, aber ich glaube, wegen einer Szene könnte der vielleicht sogar eine 16 bekommen. Nicht unbedingt was für Kinder, aber es ist ein Film, der leider sehr wichtig ist, weil er das Thema der Flüchtlingskrise bzw. das Thema von Flüchtlingen aufgreift und dort zeigt, durch was für Höllen Menschen eigentlich gehen, um etwas wohin zu fliehen, um für ein besseres Leben zu kämpfen, was sie eigentlich in dem Ort oder in der Gegend, wo sie gelebt haben, nicht hätten. Das finde ich zumindest eine großartige Geschichte, weil wir haben es immer wieder, dass irgendwelche Drecksnazis irgendwo rumtanzen und sagen, ja, hier macht die Grenzen dicht. Nein, es gibt Menschen, die fliehen aus Gründen. Es gibt Menschen, die fliehen, weil sie vor einem Krieg halt fliehen. Und dafür nehmen sie halt alles auf sich. Selbst den Tod würden sie dafür auf sich nehmen, um für sich, ihre Kinder oder ihre Familie ein besseres Leben zu haben. Und deswegen bin ich und werde ich auch immer für Refugees Welcome kämpfen, weil ich das sehe. Und ich finde, dass das in Io Capitano toll gezeigt wird, wenn er auch sehr die allen typischen Stellen abklappert, die man halt leider schon kennt. Und das ist hier eher so ein semi-problematisch, weil der Weg ist das Ziel. Und ja, wir haben hier vorhersehbare Situationen. Man kam hier Situationen, in denen wir wissen, wie das ausgehen wird. Aber nichtsdestotrotz schafft es der Regisseur, unter anderem von Gamora, eine Authentizität und eine Spannung aufzubauen, die man auch erstmal aushalten muss. Es gibt eine Sequenz, wo sie gefangen genommen werden, und ich verrate jetzt auch nicht mehr als das, die so in Mark und Knochen geht, wo ich auch sehr mit unserem Charakter Sedou mitgefiebert habe, das ist Wahnsinn. Es gibt auch eine Sequenz, wo sie dann auf einem Schlepper sind, beziehungsweise auf einem Schiff sind,
Und das ist auch eine Sequenz, wo ich die ganze Zeit dabei war, obwohl ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wusste, wo diese Situation, wo dieser Film gleich hin will. Und das ist richtig gut. Ich finde, dass Io Capitano mit Ideen viel arbeitet, auch wenn er sehr vorhersehbar ist in vielen Momenten. Aber durch Sidhu Sarr, der hier eine fantastische erste Hauptrolle abliefert und mit einer famosen Inszenierung, mit einigen wunderschönen Ideen, mit einigen fantasievollen Ideen, die innerhalb dieses Films auch vorkommen, finde ich, ist das einer dieser Streifen, die man sich dieses Jahr vielleicht angucken sollte, weil er echt, echt dazu auffordert, zu hinterfragen und vielleicht sein eigenes Weltbild zu hinterfragen. Und das finde ich allein schon ganz toll. Io Capitano ist für mich da ja ein richtiges Highlight. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Von mir bekommt ihr 7 von 10 möglichen Punkten, Tendenz aber nach oben. Habt ihr Io Capitano schon gesehen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich muss jetzt meinen Akku wechseln, weil der leuchtet rot. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.